Moin Moin! Oder wie gesagt, Konnichiwa Leute, herzlich willkommen wieder hier zurück zu Final Fantasy 14 El Realm Reborn auf der PS4. So, ja, jetzt bin ich diesmal als Fischer unterwegs. Wie ihr natürlich die vorigen Parts ja schon mitgekommen seid, habt ihr ja bestimmt bemerkt gehabt, dass ich erstmal soweit die Jobs zeigen möchte. Damit ihr schon mal ja Bescheid wisst, wie es hier so abgeht. Okay, wie machen wir jetzt weiter? Ach ja, stimmt ja, wir können ja erstmal schon mal zu unserer Fischergilde gehen. Ich habe das alles schon mal vorher gemacht, offscreen, damit ihr schon mal Bescheid wisst. So, hier ist unser Meister Sissipu, ein Lalafee. Okay. So, wir haben es geschafft. Dein Fischernotizbuch enthält wichtige Informationen zu Fischgründen, Fischen und deinen eigenen Rekorden. Ah, du findest es unter Notizbücher im Hauptmenü. Okay, ja, das habe ich eigentlich schon bemerkt gehabt. Fischgründen, ja. Okay, hier kann ich euch das halt schon mal zeigen. Wo haben wir das denn hier? Fischverzeichnis. Welche Fische wir schon ja, gefischt haben. Hier gibt es auf jeden Fall richtig viele. Also kann man eigentlich nicht meckern, also was da alles schon so gibt. Und ja, natürlich auch den Preis, den sie hergeben. Und Rekorde gibt es ja außerdem halt auch, also ist ganz klar. Küstenrekorde. Ja, was haben wir denn hier noch? Fischernotizbuch. Aha, ja, da können wir zum Beispiel die ganzen Fischgründe nachgehen, wenn wir wollen. Ich bin sowieso nicht so jetzt der Oberfischer oder möchte ein Oberfischer werden oder sonst irgendwas. Sondern ich möchte es einfach mal so zeigen und ja, ich werde erstmal so weit aufsteigen, wie es eigentlich nur geht eigentlich. Was müssen wir jetzt machen? Ah, die limsische Sardellen, ne? Köder haben wir ja ausgewählt, ihr könnt ja jeweils Köder auswählen später. Wir können auch noch auf jeden Fall bessere Köder kriegen. Oh, jetzt hat er was angebissen. Dann müssen wir auf Anschlag machen. Scheiße, war ein bisschen zu spät. Nochmal. Ist eigentlich eine entspannte Sache, finde ich, so mit den Angeln. Hat auf jeden Fall was. So. Also halt macht sie dann halt ein bisschen automatisch. Wir müssen nur eben halt ja schnell reagieren. Ah, jetzt haben wir einen weiteren. Ah, okay, weiter geht's. Ich denke mal, das wird jetzt ein bisschen so was Entspanntes. Kann ja nicht nur Action geben und deswegen wollt ihr jetzt mal noch die Jobs zeigen, bevor das irgendwann wieder Rumgekämpfe ist, weil ich wollte euch jetzt nicht einfach nur dieses Gekämpfe zeigen und alles andere relevante mäßige, sondern ihr wisst es so, auch ein bisschen nach den Jobs, die ja auch so gesehen auch ein oh, aufgestiegen als Fischer. Jetzt sind wir Stufe 3. Yeah, so dann angeln wir mal weiter. Ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentaren mal schreiben, welche Jobs ihr am meisten bevorzugt, wen ihr eigentlich ganz recht gut findet. Andere haben eben halt so ihre Lieblingsjobs, die sie ja ins Maximum gehen wollen. Ich will aber noch die Sardellen kriegen.
Die hatten wir ja schon mal. Das geht gleich mal in einen anderen Punkt. Zum Beispiel der da ganz da hinten ist. Naja, wie es euch natürlich aufgefallen ist, haben wir jetzt auch unten so einen hellblauen Balken. Sieht zum Beispiel auch ganz cool aus. Mit den verschiedenen Augen und dann die verfärbten Haare da. Ja. Sieht auch auf jeden Fall cool aus. So, gucken wir mal was bei uns. Ah. Ich will die Sardellen haben. Ja, wunderbar. Noch 3 Stück. Ja, und was im nächsten Part so kommen wird, werdet ihr auf jeden Fall sehen. Könnt ihr auf jeden Fall, ja, gespannt sein. So. Hui. Fingerkrebs. Okay. Wie viele Köder haben wir noch? 89. Ja, die kann man eben halt auch nochmal kaufen, die Köder. Und dann kann man weiter fischen. Natürlich werden immer krassere Köder kommen und auch die jeweiligen Ergebnisse bieten. Und jetzt brauchen wir noch 2 Stück. Noch 2 Stück! Dann haben wir es geschafft und dann können wir da abgeben. Ich wollte jetzt auch nicht... so viel verbringen so jetzt mit den Fischen. Ich wollte einfach jetzt mal ein paar zeigen, so wie das jetzt so abläuft, so in ja, Fischergilde und dann mit den Fischen. Ich denke mal, kann man ja auch den Offscreen und so mies. Ist auf jeden Fall eine coole Sache, auf jeden Fall die ganzen Jobs. Ich wollte auf jeden Fall mindestens mal so ein paar zeigen, so wie die, ja, wie die Jobs sich machen lassen und so, ja. Dann gehen wir mal zu unserem Meisterfischer. Oder Fischerin. Kann man ja so nicht so richtig erkennen, ob das ein Typ oder ein Weib ist. Oder Mädel, sorry. Weib. Mädel. Ja, da haben wir es ja. Okay. Zeigen wir es mal. Und die begutachten euch so gesehen immer. Also die ganzen Gillmeister. Und berichten euch so gesehen ja immer von euren Ergebnissen. So, was bekommen wir hier? Ah. Oh, ich habe eine Einladung bekommen.
Eine freie Gesellschaft. Deine freie Gesellschaft kann nun ihr eigenes Wappen erstellen. Um das Wappen der Gesellschaft zu bearbeiten, musst du zunächst über die Rechte. Aha. Herolde. Sobald deine Gesellschaft den entsprechenden Rang erreicht hat, kannst du das Wappen an Ausrüstungsgegenstände anbringen, damit alle es sehen können. Sache. Gesellschaftskommandos können eingesetzt werden, um vorübergehend die Status aller Mitglieder der Gesellschaft, die online sind, zu erhöhen. Zu finden diese. So. Eoseas Legenden bin ich jetzt drin, ne? Cool. Wow. Wir haben sogar Kampfroutine-Bonus. Stufe 22. Mann. Ja, ich will schreiben, ne? Irgendwie habe ich das ein bisschen Ist das jetzt richtig, Allianz? Nochmal. Ich habe noch nicht so viel mit den Chat-Dings da hier rumgespielt. Es ist auch cool, dass man hier dieses Tastatur woanders ja, verlegen kann auf jeden Fall. Finde ich auch gut. Okay. Gut, Leute, das war's erstmal soweit von der Fischer-Gilde. Ich wollte jetzt auch nicht so viel jetzt großartig jetzt was da machen. Auf jeden Fall, hoffentlich hat es euch gefallen und ja, wünsche euch dann viel Spaß hier beim Fischen. Falls ich nochmal hier irgendwie nochmal drauf zurückkommen werde, ja, mal schauen, ne? Okay, danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ja, es hat euch soweit gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Jigatobi und haut rein.